Gucke rein. Ja. Hier ist niemand. Bis jetzt sehe ich noch keinen. Dann geh rein. Geh einfach rein, Izzy. Du kannst es tun, du kannst es schaffen, du kannst es schaffen. Willkommen im Jungs! Zurück zu einer neuen Folge Minecraft Clash zusammen mit dem Herrn IWZLI. IWZLI, hallo. Und der Team Rewaffel. Wenn ich atme, tut's weh. S-T-U-M-W. Nee, ist so cool. Team Edgar, hallo! Hey, Leute! Hallo, die mag ich nicht. Oh, die warum magst du uns nicht? Immer diese Top-Stimmung hier am Anfang. Wir sind mega, alles locker easy. Habt ihr keine Angst oder so, weil Team Silvi ist am rasieren im Moment, weil. Letzte Folge habt ihr uns ein bisschen bombardiert. Alter. Ich möchte nur mal klarstellen, ja, es hat kein Team mehr als doppelt so viele Leben wie wir. das ist gut. Ist ja nicht dachte letzte Folge wirklich, dass ihr gestorben seid in der Lava, und dann seid ihr ja gar nicht gestorben, ne? Ja, das Idioten. Doch. Ja, das wie viele Leben habt ihr jetzt noch? Alles. Noch 15 oder noch 13? Beim Händler in der Mitte welche gekauft. Habt ihr 15 oder 30? Es gibt einen Händler? Ja, wie bei Paldivi. Als ob sie. Ey, wenn ihr mir nicht antwortet, habt ihr noch 13. 15! Ja, 13. Ja, scheiße, dann habt ihr immer noch mehr als doppelt so viele Leben wie wir. Fickt euch. Kriegen wir aber hin. Ich komm mal wieder so ein bisschen. Kein Problem. Bisschen auf dem Dach, weil irgendwie war da ja letzte Folge ein bisschen Trouble. Palle, mach das mal lieber. Und unsere Base ist auch so ein bisschen. Komm, die Trouble Maker wieder. Also damit habe ich nichts zu tun. Und das finde ich auch nicht gut, wenn er so tut, als ob wir was damit zu tun hätten. Also können wir jetzt draufgehen oder wird es hier anziehen? Ich habe alles locker easy, Alter. Locker easy! Gut, dann würde ich mal sagen, ne? Viel Spaß. Später dann. 3, 2, Izzy ziert! Nein, es geht. Peter, wo bist du? Izzy, erzieh uns. So. Herr IWZLI, ich habe gerade schon uns einen zweiten Heli gemacht, Leute. Ihr wundert euch vielleicht warum, aber ich habe mit dem Herrn IWZLI besprochen. Wir liegen ganz weit hinten, ihr habt es gehört. Er steht 15 zu 11 zu 7 und ja, Team Dizzy sind die mit der 11. Deswegen bei uns läuft es nicht so gut, aber vielleicht können wir da was reißen mit zwei Helis. Wenn wir Team zwei Helis sind die mit der 11? Ha? Team Dizzy sind die mit der 11? Nee, mit der 7 leider nur. Ja, wollte gerade sagen. Vielleicht checkt es ja niemand. Oh, ich glaube leider schon. Nicht geklappt. Aber deswegen haben wir zwei Helis. Ja, ich habe mit Izzy vorhin 10, 15 Minuten geübt zusammen. Und eigentlich, Izzy, sind wir jetzt beide ganz gute Piloten, oder? Ja, nicht, aber die Grundausbildung steht. Also Passagierflugzeuge sollte kein Ding sein, so ab und zu mal ein nach B. Wie sieht es denn aus mit so einem zweiten Apache, dass wir da beide gemeinsam am Himmel sind, Izzy? Ja, das ist ja schon ganz geil. Ich habe uns zwei direkt. Also ich habe gerade nochmal hier so ein Little Bird reingepackt, den hatten wir ja geklaut von Team Edgar. Habe ich jetzt wieder ins ME-System gepackt, aber der kann ja auch nicht viel schießen, der kann ja eigentlich nur fliegen. Ja, ich habe ja auch mal einen gepackt. Ich habe halt ein bisschen die Sorge, die haben doch gerade gesagt, dass die irgendwas auf dem Dach machen wollen, ich weiß auch nicht. Glaubst du, du bist jetzt Angst haben, dass jemand kommt? Nee, denkst, ich glaube, die haben Dachschaden, ne? Da muss einer reparieren. Wo bist du denn gerade? Beim Kaktus. Wir müssen bald mal wieder ein bisschen Kühe töten. Kannst du mal kurz dich um Kühe töten kümmern? Habe ich halt komplett letzte Folge schon gemacht. Also wir haben gerade nicht so viele, müssen vielleicht erstmal wieder ein bisschen vermehrt werden. Dann müssen die vielleicht erstmal vermehrt werden. Ich verstehe aber auch nicht, es wächst hier einfach nicht. Ja, vielleicht wie lange haben das wir dauert, haben ein bis paar mal Bones? Alles fertig ist. Haben wir ein paar Bones? Ja, wir haben ordentlich Bones. Nimm dir mal hier die Bones liegen vor dem ME-System. Nimm dir die mal hier. Und mach Bone mal raus. Baumehl. Und dann lasch das wachsen da. Vor allem die Kartoffeln. Mehl. Weil wir haben so ein dummes Essensproblem, das nervt. Ja, aber wir müssen ja irgendwie die Tiere auch ein bisschen vermehren. Und deswegen, Dings Weizen nicht schlecht. Ja, ein bisschen Weizen, ja. Aber vor allem brauchen wir halt viel davon. Oh, und wir haben gar keine Musik an. Das ist so ruhig hier. Das ist nicht gut. Da habe ich ein bisschen Angst direkt, warum das so leise ist hier. So, aber da ist die Musik wieder am Start. So muss das dort sein. Okay. Also, was könnte ich denn jetzt hier noch gebrauchen? Wir haben ein bisschen Brot hier. Ich habe halt, weiß nicht, ob ich Angst haben muss, dass uns jemand angreift vielleicht direkt, weißt du? Und ich wir haben gerade oben zwei teure Helis stehen, weißt du? Ich habe auch noch die P90 ja im Inventar. Ja, ich sage nur, oben haben wir zwei teure Helis stehen, ne? Achso, du meinst, dass oben jemand was klaut, ohne dass wir es merken, oder wie? Mhm. Da habe ich gerade zwei sehr teure Helis hingepackt. Zwei Helikopter. Und ich befülle die gerade auch nochmal mit allem, was die so brauchen. So, ein bisschen Kohle brauchen wir noch. Kohle, wo ist die Kohle? Und wir brauchen bald auch wieder neue Kohle. Wo ist die Kohle? Raus damit! Gebt uns die Kohle zurück! So, ein bisschen aufgefüllt wieder das Ganze hier. So, ein voller Tank. Und dann machen wir uns den hier auch nochmal voll.
dass wir halt nicht wieder diese Fuel-Probleme haben. Das ist ja immer ein bisschen nervig, wenn man so viele Fuel-Probleme hat. Ja, das stimmt. Okay, so, ne? Alter, wir haben so wenig, wir haben keine Kohle mehr, Alter. Keine Kohle mehr? Was? 23 war doch Kohle oder so Farben, noch. Du warst doch mega Kohle. 23 Farben. Kohle nur. Ja, aber man braucht halt so viel Kohle immer. Für die Helikopter. Nee. Das ist halt ein bisschen das Problem. Und wir haben jetzt, wir haben ja jetzt einfach drei Helis. Also das eine habe ich gerade abgebaut, aber wir haben hier zwei teure Helis auf dem Dach stehen. Helikopters. Mhm. Und da muss man echt ein bisschen aufpassen. So, ich bin jetzt hier in unserer Gun hier gerade mal drin. Mit Nachtsicht. Aber. Ist keiner da? Nein, ist niemand da. Wenn jemand kommt, dann pam pam pam, mach ich den kaputt. Ich mach den. Aber ich glaube nicht, dass jetzt jemand hier angreift. Glaube ich nicht. Ich sehe da unten nicht. Nur so ein, irgendein Tierchen, schieße ich drauf. Mach ich kaputt. Das ging schnell. Da war er direkt kaputt. Aber gut, gerade ist anscheinend hoffentlich gerade niemand irgendwie da. So wie es ausschaut. Dann kann ich hier mal den anderen Heli betanken. Oder was ist betanken? Ich kann hier mal ein bisschen hier Fuel tue ich gleich nochmal rein und reloade die ganzen Guns. Und das geht mal wieder nicht. Ist mal wieder verbuggt hier. Und hier irgendwo ist so ein Zombie rumgelaufen. Dafür scheren macht gar nicht mehr so krass viel Sinn, oder? Wie viel haben wir denn hier wahrscheinlich gerade? Brauchen wir es nicht. Irgendwie also kannst du machen, viel. Wenn du es gerade machst, so. Na, dann gehe ich lieber Kohle farmen, oder? Ja. Stimmt natürlich. Aber Izzy, ich wollte eigentlich, dass wir gleich mit dem Heli losfliegen, weißt du? Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob es so gut ist, wenn du jetzt, wenn du das jetzt machst. Und wieso zur Hölle kann ich nicht reloaden hier? Ich habe alles im Inventar, was ich brauche dafür. Alles ist da und ich kann nicht reloaden drücken. Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, was da das Problem sein könnte. Ich verstehe nicht, warum. Ich kann nicht reload drücken. Also komm, Tierchen, put. Weißt du, manchmal waren die von der Malle alleine aufgeladen. Jetzt kann man die nicht, können wir nicht auf Reloaden drücken. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich weiß, ob es daran liegt, wenn man irgendwie halt schon mal was, wenn kein nix im Tank drin war. Ah, ich weiß, wenn er nicht richtig stand, das war, glaube ich, das Problem. Bin mir ziemlich sicher, dass das Problem ist, wenn er nicht ordentlich steht. Und das war hier, glaube ich, das Problem. Jetzt tun wir es mal hier, jetzt müsste er eigentlich ordentlich stehen, mal gucken. Ha. Ja, und dann lädt er sich auch direkt von. Ja, jetzt können wir hier auf selbst auf Reloaden drücken, beziehungsweise hat sich mal einfach wieder reloaded. Alles klar. Pack vor gut. Die Tiere. Ich hab's reloaded. Ja, alles ist jetzt geloadet, Izzy. Wobei, der braucht nur noch Tank. Aber Tank kann ich auch gleich noch reintun. Ja. Und sag einmal dann, dass er nicht auf der richtigen Oberfläche stand. Der muss irgendwie richtig stehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Gut, Herr IZZ. Ich mach so eine kleine Essenskiste jetzt mal gerade, abseits vom ME-System. Die dürfen die auch nicht dran, oder? Doch, dürfen die auch dran. Achso, die dürfen halt die Hälfte davon nehmen, ne? Ja, die Hälfte dürfen sich immer davon nehmen, ja. Pack ich mal gerade zu den Tieren, weil ich es voll nervig finde, immer komplett zurückzulaufen. Ich war mir gar nicht sicher, ob da irgendein Schweif gesehen, aber vielleicht war es nur ein Sternschnupper. Oh, Sternschnupper. Aber nein, es sieht nicht so aus, als ob hier irgendjemand kommt. Okay, ich habe uns jetzt ganz viele gebratene Kartoffeln schon mal gemacht, gebackene, wie auch immer man das nennt. Kartoffels. Pack ich rein jetzt in unsere Essenskiste, die habe ich jetzt gemacht. Aber das ist krass, ey, wenn man keine Nachtsicht anhat, sieht man nichts. Gar nichts. Nothing. Nothing at all. Nee, da ist noch Edgar haben wir noch im Inventar. Mhm. Im ME-System. Aber ist nicht. Also ich gucke die ganze Zeit hier ein bisschen rum und so weiter. Oh, Alter, ich dachte schon, da war jemand, aber es ist nur ein Skelett gewesen. Den ball ich ab. Ich kann sonst, bevor ich jetzt langsam, ich habe schon alles gemacht, vermehrt, Weizen, dies, das, Potatoes, alles gemaked, könnte ich eigentlich nochmal kurz runtergehen, ein bisschen Kohl, oder? Ich würde halt gerne mit dir losfliegen, Izzy. Jetzt direkt? Ja, will ich die ganze Folge. Wir los. Also wir haben ja eigentlich alles am Start, bist du bereit sozusagen zum Kämpfen gerade? Jo. Weil dann würde ich einfach sagen, dass uns beide in einen Heli reingehen. War nicht mehr so krass viel Schuss, aber ich bin da. Hast du noch Essen dabei? Ja, aber ist nicht für dich. Hast du einen Fallschirm dabei? Nein. Dann hol dir noch einen Fallschirm. Hä? Wo kannst du den verloren haben? Ach, im Clash? Ja, als ich gestorben bin. Ja, dann machen wir nochmal schnell einen neuen. Das geht ja schnell. So, Wie viel Essen hast du? Hast du genug Essen? Ja, für mich ja, aber für dich nicht. Ja, okay. So. Noch ein Fallschirm, der liegt hier, Izzy. Siehst du den Fallschirm? Ja, wenn ich gleich wiederkomme, sehe ich ihn bestimmt. Okay. So, das hier kann alles zurück wieder. Ich hab'n. Perfekto. Rechtsklick war das, ne? Mhm. Wohl. So, ich nehme nochmal, gut, das habe ich alles dabei hier.
Das nehme ich mal zur Sicherheit mit. Alles klärchen. Okay. Goil, eine Efficiency Pickaxe. Goil. Gut, dann lass es rein in den Heli. Ganz wichtig beim Heli, bau den nie ab, weil der verliert seinen Inhalt, wenn er, wenn der... Leute, das ist die Fitnessregel. Nie abbauen, Leute. Immer schön aufbauen. Und ich nehme ein ganz bisschen Kohle noch mit hier. Außer vielleicht in der Nicht-Masse-Phase. So. Die sogenannte Nicht-Masse-Phase. Was machst du? Ein bisschen Kohle geholt, weil braucht man für einen Treibstoff noch. Einmal Treibstoff für dich hier, das musst du gleich reintun. Hier. Ich baue aus. Bau ein bisschen rum. Probier meine geile Efficiency Pickaxe aus. So. Weiß gar nicht, wie man den mit Treibstoff füllt. Ich versuch's gleich mal. Mit H und dann tust du ihn da oben links ins Treibstoffding rein. Okay. Welche nehme ich jetzt? Den da hinten? Den hinteren, ja. Ich hab den nur den hinteren aufgeladen. Den vorne habe ich gar nicht mehr aufgeladen. Da habe ich, glaube ich, gar nicht mehr alle Raketen. Oh shit, ey. Ich schau schnell nach. Doch, er ist noch voll. Er ist voll. Okay. Okay. Mit H passiert bei mir nix. Ich glaube R. R? Genau, ich muss R drücken und dann ziehe ich den oben links rein. Genau, ja. Und dann füllt es sich jetzt mit Fuel. Genau, richtig. So 50%. Ja, das muss ich auch nochmal machen. Aber nur 50%, ne? Ja, ich habe noch ein bisschen was dabei an Kohle. Eigentlich müsste das dann reichen. Okay. Bist du bereit, EWZ? Ja. Okay. Dann lass uns losfliegen. Einfach abheben. Einfach abheben. Abgehoben. Und C drücken, dass du grün siehst, okay? Okay. Also, dass du Nachtsicht hast, meine ich damit. Dass ja. Du grün siehst! Ich sehe grün! Okay. Ich weiß nicht gerade, wo du hinfliegst, aber ich sehe grün! Wir fliegen jetzt zu... Haben die Spawnschutz? Nee, die sind ja nicht gestorben. Das heißt, wir können nämlich zu denen. Wohin denn jetzt? Wir fliegen hier unten hin. Siehst du, bist du hinter mir? Jetzt sehe ich dich, ja. Okay. Sag mal ruhig, wohin? Team Rewaffel wahrscheinlich? Genau, Team Rewaffel. Quatsch. Ja, doch, Team Rewaffel. Team Rewaffel ist hier unten. Ja, jetzt ist mal bei Team Edgar. Jetzt gucken wir mal Team Rewaffel vorbei. Und gucken mal, wo die sich so rumtreiben. Ich hab das Gefühl, ich komme gerade aus dem Hover-Mode nicht mehr raus. Du musst Space drücken, dann bist du im Hover-Mode. Du siehst das eigentlich aber auch. Weil wenn du Hover-Mode drückst, ist Gunner auch ausgegraut. Ich sehe gar nichts mehr. Bist du hinter mir? Ich guck lieber auf die Karte, ich weiß gerade gar nicht. Ja, okay. Ich bin irgendwo... bin ich wahrscheinlich nicht. Du willst jetzt Team Rewaffel, ne? Ah, du bist über mir, okay, über mir. Izzy, du musst leicht, du musst rechts. Du musst ein bisschen rechts jetzt. Okay. Ja, okay. Ja, Team Rewaffel. So, okay. Siehst du mich wieder? Bitte lass uns ab jetzt, genau wie im Clash, wenn wir im Heli zusammenfliegen, auch immer einer... Ja, jetzt sehe ich dich, jetzt sehe ich bleib immer hinter mir und sobald du mich nicht mehr siehst oder verlierst, dann sofort Bescheid sagen, okay? Ja, es wird schwer, dich immer zu sehen, vor allem, wenn du so viel weiter unten bist als ich, aber ich sehe dich. Okay, ich versuche. Landest du gerade? Nee, ich versuche nur ein bisschen langsamer, dass du wieder zu mir rankommst. Okay, ich dachte, du landest hier. Nee. Okay. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen vorher landen, sozusagen. Oder ein bisschen vorher mal in die Gunner-Position gehen. Noch nicht, sag Bescheid. Siehst du schon die Base? Ich sehe schon, wie sie sich langsam hier aufbaut. Ich bin direkt hinter dir. Okay, ja, ich sehe sie auch so. Ich habe jetzt hier die Base. Aber ich sehe da niemanden gerade. Aber gut, wieso sollte auch jemand rumlaufen? Aber auf dem Dach ist auch gerade niemand. Oder siehst du auf dem Dach irgendwo jemand? No. Okay. Nee, da ist auch niemand. In der Gunner-Position kannst du ganz langsam dich mit H weiter, mit W und S, mit WASD kann sich ganz langsam weiter vorwärts bewegen. Merkst du das? Aber es geht nur so ganz langsam. Ich bin auch jetzt gar nicht in die Gunner-Position gegangen. Achso, ich bin in der Gunner-Position, weil siehst du halt ein bisschen mehr und kannst flexibler, schneller schießen, wenn, falls es nötig ist. Ja, jetzt bin ich auch in der Gunner-Position. Man kann sich immer noch ein bisschen bewegen. Ja, mit WASD, aber es ist ja, ganz langsam. Aber nicht nur. Viel, ja. Ich versuche jetzt über das Glas zu gehen. Ey, guck mal, wir können auch den Geschützturm kaputt machen, ne? Stimmt, ja, aber lass doch nicht schießen, weil das hört man da drin vielleicht. Jetzt mal gucken. Scheint aber niemand da zu sein, oder? Ja, lass mal kaputt machen. Da. Ah. Ey, das bewegt sich. Ja, wenn man trifft. Ah, ich hab Dingsmod angehabt. Ja, deswegen war es erst kaputt. Ja, aber jetzt haben wir ein Loch im Dach. Ja gut, aber das ist passiert, weil das Ding explodiert ist dabei. Da können wir nichts für. Weil das ist jetzt nicht... Ich habe am Ende umgestellt, das war nicht mehr explosiv. Oder hast du am Ende explosiv geschossen? Nein, ich auch nicht, weil das ist halt durch... Das ist kaputt gegangen, es explodiert. Da können wir nichts für. Das werden die schon wieder reparieren können. Aber die sind nicht da, oder doch? Scheint nicht da zu sein, oder? Weil es hat auch niemand mal irgendwie rausgeguckt oder so.
Willst du landen und Sachen klauen? Oder soll ich landen und Sachen klauen? Ich glaube, ich lande lieber. Okay. Also ich kann es versuchen, ne? Kannst du landen auf dem Dach? Ich versuch's, ne? Okay. Ist nicht leicht. Kannst auch außerhalb landen, muss nicht auf dem Dach, aber kannst wo du möchtest halt. Ja, okay. Reicht das? Oder ja, reicht. Kannst auch steigen. Okay. Ja. Okay. Gucke rein. Ja. Hier ist niemand. Bis jetzt sehe ich noch keinen. Dann geh rein. Geh einfach rein, Izzy. Du kannst es tun, du kannst es schaffen. Okay. Geh rein. Wenn es mich jetzt hier direkt einer erwartet, aber die P90 ist im Anschlag. Ja, ja. Bleib wachsam. Momentan ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die im Nether sind. Bin im Lüftungsschacht. Scheint gerade keiner zu sein. Bin bei den Betten. Mhm. Hier ist keiner. Oder die haben sich jetzt krass versteckt. Hier liegen ein paar Blöcke. Mm-mm. Block auf Quarz habe ich gerade eingesammelt. Ja, in der Blöcke nicht abbauen, aber. Achso, das sind die Decken. Achso, die Deckendinger. Ja, die sind wahrscheinlich runtergefallen, die Blöcke von oben. Genau, deswegen. Okay, ich klaue, ja? Okay, klaue. Guck als erst nach Gunpowder im ME-System. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die von der Mitte kommen werden, wenn, weil die dann im Nether waren. Die werden wahrscheinlich im Nether gewesen sein. Gunpowder die Hälfte, immer nur die Hälfte rausnehmen, ne? Ja. Gunpowder erstmal, sag, wenn du hast, dann sag ich hier das nächste. Das war ich. Okay, ich wollte gerade sagen. Gunpowder habe ich jetzt 42. Okay, jetzt Iron. Ja. Iron-Blöcke nochmal 32, wobei das eigentlich zu wenig ist. Die haben eigentlich mehr. Ja, die nehmen halt häufig viel mit. Iron und Iron-Blöcke, vielleicht ist irgendwas mit Iron-Blöcken oder so. Bei 45. Nee. Okay, dann als nächstes Redstone. Was mit Rüstungsteilen? Erstmal Redstone. Ja. Redstone, haben die 54. Ja, habe ich die Hälfte. Dann... Clay, super wichtig. Clay-Blöcke, glaube ich, 15. Okay, dann ist da irgendwo Fiberglas, das ist so das Grüne, ich gebe mal F-I-B-R ein oder so. Ja, davon haben die 9, nehme ich jetzt 4 mit. Ja. Yep. Dann, Sand kannst du ein bisschen mitnehmen. Also ja. Die Hälfte. Hier nur Cracked Sand. Nein, dann nicht. Genau, dann gucken wir, ob die irgendeine Waffe da haben. 12 Eimer, ich nehme einfach mal 6 Eimer noch mit. Okay. Dann haben wir hier noch Eelgrass. Nimm nicht so viel Eimer mit, achso, doch, die kann man stacken, okay. Nimm ich die Hälfte noch mit. Guck mal, ob die irgendeine Waffe haben. Transferpipe haben die, Transferpipe. Yellow nehme ich eigentlich noch mal mit. Schau, ob die irgendeine Pipes und so. Die haben Sulfurist Generator und zwar 6 Stück davon. Survivalist Generator ist. Ja, aber das kannst du mitnehmen, kannst 3 Stück mitnehmen. Ruby nehme ich auch noch mit. Waffen, haben die irgendeine Waffe da? Nee, das sind keine Waffen. Haben Rüstungsteile irgendwelche guten? Ein Parachute, nee. Die haben einen Marine Helm. Der bringt nichts. Haben Leder? Was ist mit Leder? Ja, Leder habe ich 4 Stück. Okay, und Folge stand auf was vorbei zu sein. Okay, ich guck mal gerade noch an die andere Kiste. Nee, da ist nichts. Ich glaube, ich komme auch mal besser jetzt wieder raus. Ich lande hier gerade auch mal nebenbei. Komm ich in. Ah, ich gehe einfach am schnellsten Wege aufs Dach. Okay, hast du noch alles geklaut, was wichtig ist? Haben wir irgendwas vergessen? Ja. Waffe, Schwert oder. Da war keine Waffe, okay. Nee. Gunpowder haben wir. Eisen haben wir. Redstone haben wir. Kohle. Oh shit, da muss lauf ich noch schnell zurück und hol die Kohle. Lauf schnell zurück und hol die Kohle. Okay? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin schon wieder unten. Und lock dich dann aus, sobald du die Kohle hast, okay? Lock dich aus, sobald du die Kohle hast, dass wir hier nicht. Okay, Kohle habe ich. Kann mich doch nicht hier in der Base ausloggen, oder doch? Doch, kannst du. Okay, ich gehe gerade noch aufs Dach, nur auf dem Dach jetzt. Okay. Jetzt logge ich mich aus. Alles klar. Gut, dann können wir oben in die Lobby rein, Leute. Das war mal wieder ein richtiger Überfall hier. Richtig aussichtsmäßig. Sehr cool auf jeden Fall. Wir haben wieder ordentlich was erbeutet. Und wir können eigentlich in der nächsten Folge, ich glaube, die waren im Nether, dann können wir von hier aus und zwischen hier und der Mitte irgendwie auf die Lauer legen und die vielleicht abfangen und abschießen, weil die werden ja wahrscheinlich mit dem Heli kommen. Das wäre vielleicht eine Idee für die nächste Folge. Mal schauen, Leute. Das Nether-Tor ist doch bei denen in der Base. Ah, ja, aber man kommt raus, immer, ne? In der Mitte raus, ja, okay. Irgendwie. Also okay. Zumindest, wenn die es nicht irgendwie hinbekommen haben, dass anders ist. Leute, auf jeden Fall richtig krass, was wir heute geschafft haben. Daumen nach oben dafür, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder zur nächsten Folge. Checkt auch eine Izzy aus, Link zu mir in der Beschreibung. Und Link zu allen anderen Teilnehmern auch in der Beschreibung. Macht's gut, bis morgen. Ciao. Tschüss.